Hallo meine Lieben, herzlich willkommen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Sabrina. Ihr schaut Sabrina's Books and Crafts. Jetzt wusste ich gerade gar nicht mehr, was ich immer am Anfang zu euch sage. Bei mir gibt's heute ein Tag, weil ehrlich gesagt, ich musste gerade ein paar Videos aufnehmen. Weil ich habe kein Internet, ich habe kein Telefon, ich habe im Grunde gerade kein gar nichts. Weil da hat eine Telefonfirma so ein bisschen Murks gebaut. Aber okay, den Tag kriegt man ja auch rum oder die 2 Tage. Und für die Weihnachtsfeiertage muss ich ein bisschen Sachen bereit haben, weil da kann ich jetzt... Wenn Chris da ist, dann ist es doch ein bisschen schwierig, hier die Videos aufzunehmen, wenn ich im Grunde nebendran irgendwas erzähle und er 3 Meter neben mir sitzt und sich denkt, was erzählt die da alles? Und genau, daher musste ich heute ein bisschen Gas geben. Und ich dachte mir, vor Weihnachten, auch wenn es vor Weihnachten ist und der erste Advent, ich habe ihn übrigens, wenn das Video hochgeht, ist wahrscheinlich schon der zweite gewesen. Ich dachte, ich wollte jetzt nicht nur pur Weihnachtsfragen beantworten und so weiter und so weiter. Deswegen habe ich mir einen Tag rausgesucht, also aus meiner schlauen Liste, die ich mir schon mal geschrieben habe, weil ich so ein komischer Mensch bin. Und da habe ich mir rausgesucht 20 Fragen, die du noch nie gefragt wurdest. Und bevor einer fragt, ihr könnt natürlich alle mitmachen. Schreibt mir einfach in die Kommentare, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr vielleicht auch ein Video dazu hochgeladen habt. Und dann schaue ich mir das natürlich wahnsinnig gerne an. So, also fangen wir mal an. Ich habe meine Farben bereit, ich habe meinen Stift bereit. Ich bin diesmal sogar vorbereitet und habe frisches Wachs rein. Merkwürdig, aber hey. So, also, Franzi fragen. Erstens, was ist dein Lieblingskerzenduft? Okay, das wurde ich wirklich noch nie gefragt. Kerzenduft. Oh, da habe ich was vergessen. Unfassbar. Jetzt muss ich gerade mal kontrollieren, dass ich hier auch nichts falsch drauf setze. Kerzenduft. Kerzenduft. Also, ich bin so der Zitrus-Typ. Ich mag Zitrusgeruch wahnsinnig gerne. Vanille finde ich teilweise oder bei manchen Kerzen einfach zu süß und zu penetrant. Also ich bin eher so der Zitrus-Typ. Daher würde ich mal sagen, so eine Orangennote, Limone finde ich auch gut. Ja, ich denke, das wäre meine Antwort. Zitrusduft. Von Kerzen. Ach stimmt, da habe ich übrigens ganz tolle Teelichter bei so einem Discounter mit 5 Buchstaben. Da gibt es immer Teelichter mit Zitrone, Orange und keine Ahnung, was das für ein Duft ist. Die sind richtig toll, aber da darf man wirklich nicht übertreiben. Die sind schon intensiv. Ich habe da so ein schönes Weihnachtssternchen mit das 6 Teelichter beinhaltet oder rein, in das man 6 Teelichter stellen kann. Und da packe ich immer 3 von den Duftteilen rein und 3 normale. Das ist unfassbar toll. Also wirklich, wirklich, wirklich super gut. Falls das einem mal in die Hände fällt von euch, ist eine Überlegung wert, sowas zu kaufen. Ist wirklich toll. So, zweite Frage. Was denkst du, wie alt wirst du sein, wenn du heiratest? Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Und die noch klügere Frage wäre eher, frag Chris, ich weiß es nicht. Also, solange er nicht fragt, ist, ja, kann ich es nicht beantworten. Ich würde eher als später heiraten wollen. Ich brauche kein großes Tamtam, weil wir beide sind lustigerweise keine Menschen, die das groß feiern wollten. Chris würde am liebsten die Kurt Cobain
Hochzeit am Strand im Schlafanzug machen wollen. Da habe ich gesagt, nein. Aber wir sind uns wirklich einig, dass wir auf ganz, ganz kleinstem, nicht Raum, aber mit ganz kleinster Besetzung sozusagen heiraten wollen. Irgendwann. Und ich warte, was kommt. Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung, wann und wie und was. Aber wie gesagt, das ist Chris überlassen und ich habe es da jetzt nicht eilig. Ich drängel nicht. Und ja, daher, je nachdem. Wenn er mich fragt, ich bin bereit. So, dann dritte Frage. Kannst du Spagat? Nein. Ganz klares Nein. Ich habe ehrlich gesagt aber auch noch nie. Ich weiß nicht, ich weiß, manche machen das so beim Turnen oder in einem Sport, dass man das so ein bisschen ausprobiert. Aber war bei uns nicht und ja, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Also, aber nein. Nein, kann ich nicht. Also beziehungsweise lustigerweise mit den Oberschenkeln komme ich relativ. Es gibt ja diesen Tanz, dieses, ich weiß gar nicht, das ist so ein, wenn man mit den Beinen so hin und her macht, mit den Oberschenkeln, also mit den Knien, so von außen nach innen und von innen nach außen. Und ich rede hier und keiner weiß, was ich will wahrscheinlich. Das kriege ich gut hin. Also ich kann mich komplett sozusagen. Ach, das wird nur seltsam, wenn ich das beschreibe. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal. Und wir gehen mal ganz fröhlich zur nächsten Frage. In wie vielen Ozeanen bist du schon geschwommen? Muss ich mal nachdenken. Das müssten drei gewesen sein. Das heißt einmal in der Nordsee. Also da weiß ich jetzt nicht, ob ich geschwommen bin. Da war ich irgendwie sehr klein. Aber auf jeden Fall waren wir dort. Nordsee. Dann war es das Mittelmeer. Da waren wir auf Kreta und auf Ibiza und auf Kos. Korfu war ich, glaube ich, auch mal mit der AIDA, bilde ich mir ein. Oder so. Und. Ah, da bin ich nicht geschwommen, also daher, das nehme ich wieder zurück. Also Mittelmeer, Nordsee und bei den Kanaren im Atlantik. Ja. Genau. Drei. Also drei. Dann, in wie vielen Ländern bist du bereits gewesen? Boah, Moment, zählen? Okay, also Zahlen ist mir jetzt ehrlich gesagt gerade zu hoch, hier zu kleben, mein Diamond Painting weiterzumachen und zu zählen. Also ich kann einfach mal aufzählen. Also, Deutschland, wenn Deutschland nochmal extra zählt. Dann war ich in Österreich, glaube ich. Dann war ich in Italien, in Griechenland, auf Malta. Holland. Spanien. Aber Spanien war ich ehrlich gesagt noch nie auf dem Festland. Ich war nur auf den Inseln. Also ich habe ein paar Inseln. Also beziehungsweise für meine Eltern, es war wahrscheinlich einfach, Festland ist nicht so ein Urlaub. Oh, und Kroatien fällt mir gerade noch ein. Kroatien ist noch dabei. Von meinen Eltern war, glaube ich, Urlaub einfach nie urlaubig, wenn es nicht auf einer Insel war und man hinfliegt. Die finden Auto-Urlaub, also sprich, man fährt irgendwo hin, ganz furchtbar. Das ist einfach nicht die Entspannung, die sie haben wollen. Das habe ich einfach früher natürlich mitbekommen, mitgemacht. Daher bin ich eher so der Inseltyp. Also ich glaube, ich war auch noch nie auf dem Festland in Griechenland, glaube ich. Aber ehrlich gesagt, ich weiß es nicht genau. Ja, auf jeden Fall, das waren meine Länder. Ich kann nicht sagen, also ich hoffe, einer von euch hat mitgezählt, weil ich weiß es nicht und ich
Ja. Genau, ansonsten. Nö. Ich glaube, ansonsten war ich noch in keinen Ländern. Weil ich war sehr europäisch. Daher, ich war noch nie in Afrika, generell, Kontinent. Ich möchte unbedingt mal nach Ägypten. Aber schauen wir mal, was die Welt noch so macht in nächster Zeit. Sagen wir es mal so. Dann, nächste Frage. Was ist die schlechteste Note, die du je in einer Prüfung bekommen hast? Naja, eine 5 oder eine 6. Also, im normalen Schulunterricht ist ja die 6 die schlechteste Note. Und an der Uni ist die 5, also sprich alles, was schlechter als 4 ist, ist durchgefallen und ist eine 5. Also daher, jeweils das Schlechteste habe ich schon natürlich einkassiert. Na klar. Teilweise, weil ich es nicht gekonnt habe. Teilweise, weil ich es nicht gelernt habe. In der Schule hauptsächlich. Teilweise, weil man nie damit gerechnet hat, dass heute was geschrieben wird. Ich denke, der eine oder andere kennt das vielleicht auch. Okay, dann. Was war deine Lieblingskinderserie? Die Schlümpfe. Ich glaube, es waren die Schlümpfe, die habe ich wirklich hoch und runter geguckt. Die finde ich auch immer noch toll. Ich finde sie super süß. Und ansonsten. Oh, ich habe aber auch. Oh nein, warte, Moment. Mila Superstar. Kennt ihr das mit den, oh, ich weiß nicht, japanischen oder asiatischen, diese Manga-Mädchen, die Volleyball spielen und diese total abgefahrenen Schmetterbälle immer machen? Das habe ich ja so geliebt. Also Mila Superstar, das muss ich irgendwie. Kommt es auf Prime irgendwie auch noch? Dann muss ich mir das auf jeden Fall nochmal angucken. Das ist ja so cool gewesen. Wahrscheinlich denke ich dann jetzt, okay, was habe ich denn da geguckt? Aber das habe ich auf jeden Fall auch geschaut. Und ich habe auch die Kickers geguckt mit Tsubasa und dem Mario Torwart, Torwart Mario. Und habe ich geliebt. Also diese ganze fand ich toll. Dann, hast du Harry Potter oder Twilight gelesen? Jein. Also ich habe Harry Potter bis zum vierten Band gelesen. Ich habe, glaube ich, beim dritten habe ich aufgehört. Weil ich habe die 1 und 2 habe ich, glaube ich, an 3, 4 Tagen komplett durchgesuchtet. Und so bei der Hälfte von Band 3 war mir das dann irgendwie ein bisschen zu viel. Also, falls ihr wisst, wie ich meine, mir war es dann. Ich muss mir gerade mal hier so ein bisschen einen Schutz aufbauen, sonst klebe ich mich fest. Mir war es bei Band 3 irgendwie etwas zu viel Magie, ein bisschen zu viel. Es war mir zu viel. Und dann habe ich aufgehört und ich habe echt bis jetzt. Warum sage ich denn heute so oft ehrlich gesagt, Mensch? Und ich habe bis jetzt noch nicht weitergelesen. Ich habe alle da. Ich wollte sie auch unbedingt alle haben, weil ich sie lesen möchte. Aber ich habe es noch nicht begonnen. Aber steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Die möchte ich noch ganz, ganz unbedingt lesen. Twilight habe ich auch alle Bücher da. Fand ich. Bei dem Buch fand ich es wirklich, also entweder ist es komplett an mir vorbeigelaufen oder ich habe es einfach nicht mitbekommen. Ich habe die Bücher bekommen. Ich habe, glaube ich, Band 1 zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und entschuldigt, da läuft eine Kehrmaschine an der Straße vorbei. Und dann kamen die irgendwie fast zeitgleich für mich ins Kino. Und dann habe ich schon die ganzen Schauspieler gesehen. Und ich finde es so, so furchtbar. Die Schauspieler zu einem Buch schon zu sehen, bevor ich das Buch gelesen habe. Weil in meinem Kopf sehen die Menschen natürlich komplett anders aus. Und ja, daher ist das immer ganz schwierig. Und ich muss sagen, seitdem hatte ich nicht so eine Lust, oh, Entschuldigung, die Bücher zu lesen, weil ich einfach schon wusste, wer die alles sind, wie sie aussehen und so weiter. Dann, Frage 9. War deine Mutter an der Uni? Nein, meine Mama hat nicht studiert. Meine Mama hat wahnsinnig viele Weiterbildungen gemacht. Also nicht wahnsinnig viele, nicht, dass das irgendwie komisch klingt. Meine Mama hat einfach Fortbildung gemacht, Weiterbildung und ist dann so.
in ihrer Karriere aufgestiegen. Genau. Dann, Frage 10. Hast du Karate-Stunden gehabt? Ja, habe ich. Habe ich gehabt. Irgendwann wurde es dann ein bisschen schwierig mit Schule und den Stunden und den Prüfungen und sowas. Und ich habe mir, ich habe, glaube ich, die Prüfungen für Gürtel gehabt. Ich habe dann aber die Gürtelprüfungen nicht mehr gemacht, weil bei uns, oder ich weiß nicht warum, ob das generell so ist, es war zumindest die Regelung, dass man nicht so schnell aufsteigen kann bis zum schwarzen Gurt, sondern man durfte nur alle halbe Jahr eine Prüfung ablegen. Und dementsprechend dauert es einfach wahnsinnig lang, bis man eben in den Gürteln aufsteigt oder eine weitere höhere Gürtelfarbe bekommen hat. Und das hat dann für mich einfach mit der Schule und mit der Zeit und mit dem Lernen und dem Ganzen nicht mehr wirklich hingehauen. Daher, ich glaube, ich habe das gemacht, bis ich 12, 13 war, irgendwie sowas. Und dann habe ich aufgehört. Also wie gesagt, man konnte ja immer nur so wahnsinnig wenige Prüfungen machen. Ich habe, glaube ich, man musste schon 3 Prüfungen machen, um den weißen Gurt offiziell erst zu erhalten. Man hat ja immer solche komischen Schleifchen bekommen. Das heißt, man hat da um den Gürtel 3 Schleifchen genäht. Dass man eben sagt, okay, ich habe hier den ersten Schritt gemacht und dann den zweiten, den dritten und dann hat man erst den Gürtel bekommen. Beim Weißen war es so, den hatte man eigentlich von Anfang an. Oder bei uns, sagen wir es mal so, bei uns hatte man den von Anfang an. Man hat nie ohne Gürtel gekämpft, aber man hat eigentlich erst 3 silberne Schleifchen haben müssen, um den sozusagen offiziell tragen zu dürfen. Dann habe ich, glaube ich, noch die Prüfung für den gelben gemacht und dann wurde es zu lang, weil, wie gesagt, man durfte das nur alle halbe Jahr eine Prüfung machen. Das heißt, ich habe schon 2 Jahre bis zum Weißen gehabt und dann nochmal knapp 2 Jahre bis zum gelben. Das heißt, man macht es dann 4 Jahre, man hat eine Gürtelfarbe weiter. Und dann kam mir einfach irgendwie alles in die Quere und es war dann alles doof. Und und dann habe ich aufgehört. Also den gelben habe ich irgendwo. Den gelben habe ich. Aber zu mehr hat es dann nicht mehr gereicht. Und ehrlich gesagt, hätte ich schon wieder, ehrlich gesagt. Und ich gebe aber zu, ich hatte da noch nicht mehr so viel Lust, das zu machen. Hat mich irgendwie die Lust und Laune verlassen. Dann mache ich noch Frage 11 und dann muss ich mal schnell den Speicher tauschen, beziehungsweise Speicher leeren, ich sage immer tauschen. Dann Frage 11. Welche Sprache würdest du gerne sprechen? Ich würde wahnsinnig gerne Spanisch sprechen. Italienisch finde ich auch gut, aber das klingt irgendwie so hart. Portugiesisch finde ich für mich klingt, also ich mag Spanisch wahnsinnig gerne. Deswegen, ich würde gerne Spanisch sprechen und also in der Reihenfolge Spanisch und Italienisch. Ansonsten glaube ich, ja, die beiden Sprachen, die würde ich gerne noch können, aber ich bin auch nicht traurig, wenn ich sie nicht kann. So, ich tausche mal kurz und dann komme ich wieder. So. Und weiter geht's. Hier ging's gerade circa drunter und drüber, was für euch circa 3 Sekunden war. War bei mir jetzt knapp 1,5-2 Stunden. Mein Gott. Okay, aber das erzähle ich euch vielleicht mal wann anders. Okay, also ich habe hier immer noch meine Abdeckung, dass ich mit meinem Ärmel nicht reinkomme. Ich habe auch nicht weitergemacht. Und genau, ich wollte jetzt einfach nur noch weiter quatschen. Das war die Frage 12. Hast du schon mal indisches Essen probiert? Ja, habe ich. Also, es ist gut, aber ich glaube nicht, dass es zu meinem Lieblingsgeschmack wird. Ich finde es super. Wir waren in einem Restaurant hier vor der ganzen Sache. Ihr wisst schon,
was hier so abgeht. Da waren wir also, wie gesagt, das ist schon 3 Jahre her oder drei müssten sein. Das Einzige, was ich an, oder was ich vielleicht machen, das ja andere nicht. Das Einzige, was ich an dem Restaurant, also ich fand es toll, es war nett, es war so ein bisschen auf die Fresse indisch. Ich weiß nicht, ob das einfach so die Erwartung der Deutschen erfüllt wollt oder ob die das so erfüllen wollten mit so den typischen Lampen. Also es war wirklich so richtig, richtig, richtig Bollywood. Bollywood-Film, einmal explodierter Bollywood-Film und alles an den Wänden. Es war wirklich so viel. Es ist nicht abwertend gemeint, es war so viel Krimskrams dabei. Also es war wahnsinnig viel, viel Kleinkram, viel Deko, viel Shishi. Muss man mögen, muss auch nicht. Also ich fand es okay, wir haben uns so eine kleine Nische ausgesucht, wo wir wirklich in Ruhe, ich weiß gar nicht, wir haben irgendeinen Jahrestag oder so, glaube ich, haben wir gefeiert oder Chris Geburtstag, ich weiß es nicht mehr, irgendwas. Ist ja wurscht, auf jeden Fall, wir waren halt anlässlich irgendeinem Jubiläum waren wir dort. Und es war schön, es war nett. Das Einzige, was ich nicht mochte, vielleicht, ich bin da wahrscheinlich auch sehr eigen. Ich mag es wirklich nicht, wenn eine Schale und oh mein Gott, es schneit. Entschuldigung, ich habe gerade aus dem Fenster geguckt. Wenn eine Schale auf den Tisch gestellt wird und jeder nimmt sich raus. Das ist jetzt prinzipiell, ich würde das jetzt auch bei irgendwelchen anderen Restaurants, mag ich das genauso wenig. Ich finde es auch ganz schlimm. Ich drifte ein bisschen ab, merke ich. Ich weiß, da waren wir auch mal essen mit Chris' Familie. Ich glaube, so eines der letzten, wir gehen zusammen essen, bevor das Ganze eskaliert ist. Da hatten irgendwie 7 Leute Schnitzel bestellt mit Pommes. Und dann standen 3 Pommes-Schüsseln auf dem Tisch für 7 Leute. Da war das natürlich so ein bisschen, dann traut man sich nicht, was rauszunehmen, weil wenn du dann irgendwie 3 Pommes zu viel rausnimmst, dann ist es so ein, oh mein Gott, wie verfressen die sind, die lassen uns gar nichts übrig. Also daher, das ist immer, also das ist so eine Sache, die mag ich aus Prinzip oder generell einfach nicht. Denke ich mir immer, kann man mir nicht einfach was auf den Teller drauflegen und dann ist gut. Und wir waren jetzt mehrmals indisch essen und anscheinend ist es in dem Restaurant einfach so oder generell ist einfach diese Art. Ich bin da kein Fan davon. Ich bin kein Fan davon, dass man für mehrere Personen einfach irgendwie so eine Schale auf den Tisch stellt und das dann verteilt oder sich rausnehmen lässt. Es ist aber gut, das ist halt nur meine eigene Sache. Aber indisches Essen, es war sehr lecker, es war huiuiui, es war höllescharf. Und es war schon die abgeschwächte europäische Variante. Ich mag scharf, aber es ist nicht so ganz meine Gewürzwelt. Aber gut, jedem das seine, das ist ja das Schöne an der ganzen Angelegenheit. Daher, ja, vor allem Chris und ich, wir haben uns auch immer fröhlich geteilt, immer alles in die Mitte. Ja, aber ich meine zu zweit, das widerspricht sich gerade total, ich weiß, ich merke es. Aber das sind halt wir und nicht andere. Aber egal, also ich bin da nicht so ein indischer Essen-Fan. Aber es ist auch mal lecker, wenn man das so nebenbei machen möchte. Also gut, nächste Frage, sonst bin ich hier übermorgen noch beschäftigt. Wie oft warst du schon im Krankenhaus? Ich war, woran ich mich erinnern kann, sagen wir es mal so, zweimal? Ich weiß es gar nicht. Ich war einmal, das war vor ein paar Jahren, ich habe
Ich war zu der Zeit höchst allergisch, wirklich Pollenallergie vom Feinsten. Also es war an einem Abend so schlimm, dass ich keine Luft mehr bekommen habe. Und da hat sich herausgestellt, dass ich allergisches Asthma habe. War mir ehrlich gesagt in den 30 Jahren vorher auch nicht bewusst. Ich weiß, ich habe eine Pollenallergie, aber das war es dann auch. Aber da war es eben so schlimm und so heftig, dass es mir komplett den Hals zugeschnürt hat und ich keine Luft mehr bekommen habe. Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren. Das war ja schon ein Riesenakt. PS, ich habe keine Luft bekommen. Ich habe 2 Stunden gewartet. Also, ja. Ne? Keine Luft kriegen und 2 Stunden warten lassen, das, war spaßig. Ich habe wirklich gedacht, ich ersticke. Aber gut, das hat die ja herzlich wenig interessiert. Netten Menschen von dem Krankenhaus hier in der Stadt, nahe der hessischen Grenze. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich weiß es nicht, was Chris gemacht hätte. Vor allem, wenn es noch schlimmer geworden wäre. Die hätten es wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Also da war ich einmal im Krankenhaus auch schon zu viel. Die haben mir einfach dann eine Infusion gegeben. Da war es dann wirklich besser, komischerweise. Es war einfach nur Kochsalz. Und dann ging es mir wieder relativ gut. Dann haben sie gefragt, ob ich immer schon so hysterisch bin. Da habe ich gemeint, Alter, ich kriege keine Luft mehr. Verzeihung, dass ich ein bisschen angespannt bin. Also da habe ich mir auch gedacht, was seid ihr denn für Menschen? Also jetzt mal ganz ehrlich, es hat nichts mit Hysterie zu tun, aber ich möchte dich mal erleben, da war ich einmal im Krankenhaus und ich war einmal noch im Krankenhaus, aber nicht gelegen. Also da war ich jetzt auch nicht gelegen. Das war einfach nur ein 3-4-stündiger Aufenthalt und dann bin ich wieder rausmarschiert. Und beim anderen war ich halt im Krankenhaus, weil ich mir dann das Handgelenk gebrochen hatte. Aber wie gesagt, das war auch kein Krankenhausaufenthalt, das war halt eingipsen und fertig. Genau, das war eigentlich alles. Es war nur einmal bitte eingipsen und dann gehen wir wieder nach Hause. Nichts Schlimmeres und ich habe auch ehrlich gesagt nicht vor, das irgendwann mal im Krankenhaus zu liegen. Wenn möglich. So, hast du einen Spitznamen? Ja, Biene. Deswegen habt ihr auch in dem Logo ist es eine Biene, weil es einfach mein Spitzname ist. Das Logo benutze ich auf meinem Blog. Also falls sich jemand wundert, falls er einen Blog sieht, der das Bienchen auch hat, das bin ich. Und ein Bücherblog, falls es jemand interessiert. Bienes Bücher heißt der. Und ja, das ist mein Spitzname. Mein Papa sagt auch öfter Bini. Und ja. Genau, das ist mein Spitzname. 15. Isst du jeden Morgen Frühstück? Nee, nicht jeden Morgen. Also nicht jeden, schon morgens, aber nicht jeden Morgen nach dem Aufstehen oder so, sondern manchmal habe ich einfach morgens überhaupt keinen Hunger und dann habe ich halt dann was dabei oder esse dann irgendwann irgendwie um 9 oder 10 oder also morgens. Weil es ist auch je nachdem natürlich abhängig, was man Tag vorher zu Abend isst und wann man abends isst und sowas. Weil klar, dann verschiebt sich da ein bisschen das Hungergefühl. Und ja, genau. Also da ungefähr. Aber generell esse ich ja jeden Frühs was. Also ich warte jetzt nicht bis abends, schon irgendwie im Laufe des Tages. Dann, wo kaufst du deine Jeans? Das ist eher unterschiedlich, also je nachdem. Einmal habe ich bei Kick eine gekauft. Ich wollte eigentlich gar keine Jeans, ich wollte irgendwas. Ich glaube, irgendein T-Shirt. Ich glaube, es war irgendein T-Shirt, auf dem irgendwas drauf war und das wollte ich. Oder irgendwie sowas, das fand ich ganz süß. Oder ein Schlafanzug, aber ist ja wurscht, ich war wegen irgendwas ganz anderem dort. Und dann habe ich gesehen, Schlussverkauf, Jeans, habe ich gemeint, ach ja, komm, schlupfst du mal rein, wie es bei uns so schön heißt. Also, falls ihr das nicht kennt, reinschlupfen heißt anprobieren. Bei uns zumindest oder bei mir. Und ich dachte mir eben, schlupf mal rein,
guck mal, vielleicht passt es, vielleicht hast du gerade mal ein Glück, vielleicht ist es gerade mal ein Glückstag. Und dann habe ich gedacht, ja, nehme ich, passt. Bin ich fröhlich zur Kasse gelaufen. PS, die Jeans hatte, glaube ich, 10 Euro oder so, was quasi eh schon so günstig ist. Deswegen ich eigentlich bei Kick jetzt nicht unbedingt einkaufe. Aber das hat andere Gründe, will ich gar nicht groß drauf eingehen. Auf jeden Fall bei Kick. Und ich habe gedacht, naja gut, wenn du schon da bist, dann nimmst du halt die Jeans noch mit. Und ich dachte, gut, okay, für 10 Euro kannst du jetzt auch nichts falsch machen. Wenn sie doof ist, dann zieht man sie halt für irgendwie nicht so gut an. Falls ihr auch solche Klamotten habt, die einen sind für gut, die anderen sind für nicht gut oder nicht so gut. Oh. Und ja, ihr wisst, was ich meine. Und auf jeden Fall habe ich, wollte die Dame dann an der Kasse 15 Euro dafür. Jetzt nicht, dass das groß die Welt war, aber ich meine, wenn was anders ausgeschildert ist, dann habe ich gemeint, oh, okay, 15, ja, okay, macht nichts, aber auf dem Schild stehen 10 Euro. Und dann hat sie gemeint, ach, okay, cool, weiß ich nicht, sie tippt die Nummer mal ein. Tada, Jeans hat 3 Euro gekostet, habe ich gemeint. Oh, ja, dann nehme ich gleich 2. Gebe zu, ich bin dann wirklich zurückgelaufen und habe nochmal eine geholt, weil ich gedacht habe, manchmal findet man ja auch wirklich keine Jeans. Und ich habe mir, jedes Mal nehme ich mir vor, wenn eine super passt, wirklich einfach mal nicht zu groß, nicht zu klein, nicht irgendwie, oh Mist, nicht irgendwie, dass man sagt, blöd, jetzt habe ich einen Stein verloren, ich weiß nicht, wo es hin ist. Nee, okay, habt ihr es gesehen? Oh Mann, was mache ich denn hier? Ach Leute. Was mache ich denn? Ja, auf jeden Fall kam dann eben raus, die Jeans hat mich dann ganze 3 Euro gekostet und ich habe dann gleich nochmal eine mitgenommen. Ich dachte mir, also für den Preis, und wenn ich so 10-mal anhabe, dann ist auch okay. Irgendwo ist mir jetzt ein Stein hingefallen und ich finde die nicht mehr, aber gut. Genau, also da habe ich meine Jeans gekauft, ansonsten habe ich von Taco gekauft, von C&. Achso. Von anderen Klamottenläden oder auch mal in einem Outlet. Verzeihung, jetzt habe ich natürlich Kick schon gesagt. Muss ich das jetzt als Werbung kennzeichnen? Aber ich halte ja keinen ins Bild, also ist glaube ich okay. Genau, 17. Einfach grundlos weitergehen. Frage 17. Erinnerst du dich an deine Träume? Manchmal. Manchmal sehr, sehr lebendig. Also wirklich wie aus dem Traum rausgeworfen. Und manchmal eher ja so im Nachhinein. Als hätte ich einen guten Film gesehen und ich habe mich einfach daran erinnert, wie gut der war. Oder ich kann es wieder rufen. Also nicht wieder, also nicht gegen, sondern ich kann es genau, also jein. An manche sehr, sehr präsent, an manche gar nicht und an manche einfach als wäre es wirklich gerade gestern passiert oder gerade eben passiert. Je nachdem wie, ich weiß nicht woran es liegt, ob es an irgendwas Besonderem liegt, an besonderem Stresslevel oder eben nicht Stresslevel, ich weiß es nicht, aber ja, je nachdem. So, wir haben noch 3 Fragen. Ich krieg sie noch hin. Dann, wie viele Paar Schuhe besitzt du im Moment? Ach du meine Güte. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Also, Schuhe, die ich anziehe, sind es wahrscheinlich 3. Und Schuhe, die ich ab und zu mal anziehe, sind es... hat man ja dann noch die schicken Schuhe, dann die hohen Schuhe, Schuhe, nicht Schuhe. Also ich tippe, ich habe so, glaube ich, 23 Paar. Also das ist, glaube ich, so ziemlich alles. Sonst 23, war früher mal bei wesentlich mehr, aber ehrlich gesagt habe ich mir gedacht, ach, was soll's, warum soll ich hier
tausend Paar Schuhe kaufen, die ich dann eh nicht anziehe. Und daher, ich bin, also mittlerweile ist es wirklich nicht so schlimm. Früher bin ich wirklich so gerne in die Stadt gegangen und habe Schuhe gekauft. Aber mittlerweile ist jetzt einfach das Bedürfnis nicht mehr ganz so schuhlastig. Dann Frage 19, und die ist sehr leicht zu beantworten. Kennst du Drillinge? Nein. Außer ihr meint Kartoffeln, dann ja. Und 20, musstest du jeden Tag Tabletten nehmen? Musste ich ihn. Nö. Ich muss gerade nachdenken, habe ich jemals jeden Tag Tabletten genommen? Also. Nein, ich musste nicht. Ich musste keine jeden Tag nehmen. Ich habe eine Zeit lang, habe ich, da komme ich wieder zu dem allergischen, zu meiner wahnsinnig guten Pollenallergie. Ironie übrigens. Ich habe da ein Medikament gefunden. Da bin ich diesem Apotheker auf ewig, werde ich ihm dankbar sein. Der hat mir ein rein pflanzliches Mittel empfohlen. Da habe ich wirklich drei, vier Packungen hier. Und ich weiß, wenn ich merke, oh, es geht ganz, ganz furchtbar und ich glaube, das wird ein ganz schlimmer Tag, dann nehme ich frühest schon eine Tablette davon, dass ich sozusagen meine Allergie ein bisschen in den Griff bekomme. Die wirken unfassbar gut. Aber das Witzige ist, ich habe meine Allergie auch nicht jedes Jahr. Also dieses Jahr könnte ich mich jetzt nicht wirklich daran erinnern, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, ich pack's nicht oder ich halte es nicht aus. Dieses Jahr war es wirklich nicht so schlimm. Letztes Jahr war es auch nicht ganz so schlimm. Ich glaube, es war nur in diesem einen Jahr, als ich da wirklich dann mit Atemnot ins Krankenhaus gekommen bin. Oder sicherheitshalber mal hin bin, weil es war halt blöderweise auch noch Samstagabend. Da konnte ich nirgendwo anders mehr hin. Das war da. Und dann war ein Jahr noch nicht ganz so optimal, aber ansonsten war es wirklich nicht mehr so tragisch, aber es schwankt immer. Und das nehme ich dann wirklich in dieser Zeit jeden Tag, morgens einfach sozusagen vorbeugend. Aber ansonsten, wenn man mal so die ein oder andere hormonbedingte Angelegenheit außen vor lässt, nehme ich nicht jeden Tag Tabletten. Nö. Nö, also wie gesagt, außer man ist halt erkältet aus einfach einem Grund, dann ja, dann klar, nimmt man da was. Aber ansonsten, nö. So. Ich habe jetzt nicht so viel geschafft. Ich weiß, ich drifte beim Reden. Vergesse ich teilweise, dass ich hier was machen möchte. Daher, ich bin mir noch nicht sicher. Ich glaube, ich wollte nämlich jetzt heute noch eine kleine Unboxing-Angelegenheit machen. Daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Nicht vergessen, da unten wird abonniert. Mir damit eine riesengroße Freude machen. Also, wer möchte natürlich. Und dann habt einen wunderschönen restlichen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr das Video schaut. Und wir sehen uns nächstes Mal.